Hallo Leute, Teil 22 und weiter geht's hier. Hoffen wir mal, wir kriegen das hier gebacken irgendwie. Da vernachlässigt einer seine Pflichten und ein Bauarbeiter ist unglücklich. Ja, ihr habt alle Sorgen. Ihr müsstet mal die Sorgen haben von dem Menschen, der das hier verwalten muss. Ja, ich, wir. So, aber den gefällt's, das ist gut. Wir haben noch 78 Leute, das ist auch gut. Wir haben noch 8000 Dollar, das ist auch gut. Was bauen wir als nächstes? Was zu essen? Also wir bauen nicht was zu essen, sondern etwas, wo sie essen können. Ja, da machen wir doch gleich mal frech das Restaurant hin. So, noch ein bisschen etwas fürs Auge, beziehungsweise für die Bequemlichkeit in diesem Fall. Denn die Außenanlagen sind definitiv auch wichtig. So, hier kommen schon wieder neue, 77 Leute, irgendwas gefällt ihnen nicht. Gleich gucken gehen. Das ist alles noch gut im Schuss. Und wenn es gut im Schuss ist, ist es gut im Schuss, dann lassen wir das so stehen. Hä, passt. Also, hier sind sie am Restaurant dran. Aber was hat denn jetzt der wieder hier? Na. Ja, weil es blitzt. Himmel blitzt das, nichts wie weg. Da ist noch irgendein Idiot unterwegs anscheinend. Wir haben aber doch schon 3 Sterne hier bei der Sicherheitsbewertung. Und hier haben wir immer noch Abfall. Wir müssen doch mal noch eine Putzfrau einstellen. So, die ziehen wir durch die Nacht durch. Und hoffen, dass sie hier dann mal sauber macht. Das sieht nämlich sonst nicht sehr gut aus. Jetzt wurde jemand vom Hai gefressen. Ganz schlecht. Ja, ihr müsst ja auch nicht hier oben baden. Was soll das denn? Oder haben wir sonst noch irgendwo Haie? Nee, aber das ist natürlich ganz schlecht. Wenn die Leute von den Haien gefressen werden, dann kommen hier auch keine zusätzlichen neuen Gäste mehr. Hier oben passt's. Ja, da muss man dann auch noch gucken mit Lifeguard-Türmen. Jetzt ist auch die Sicherheitsbewertung entsprechend zurückgegangen natürlich. Tja, ja, ja. Und unglückliche Bauarbeiter. Ja, ja, ja. So ist das Leben. Wir haben noch 1000. Ich würde mal sagen, mit den 1000 machen wir hier noch eine Imbissbude. Ja, denkste. 2,250. Okay, wir machen keine Imbissbude. Aber wir holen hier mal eine Putzfrau. Und stellen ein bisschen runter. Das ist schon runtergestellt. Hier die Inspektion, meine ich. Was haben wir hier? 3 Leute, das muss erstmal reichen. Und hier wird die Sauerei immer größer. Da stellen wir mal nochmal einen Eimer hin. Und holen eine Putzfrau. Machen hier ein bisschen langsamer. Ah, da kommt eine Putzfrau. Ja, wo will sie denn hin? Bitte hier putzen. Sie guckt. Kann es sein, dass wir unglückliche Putzfrauen haben? Nee. 82%, das muss eigentlich reichen. Da gibt es dann aber auch nichts zu gucken. Da wäre es schön, wenn du hier sauber machen würdest, gute Frau. Jetzt fängt sie an. Ah, die muss natürlich auch die ganzen Eimer leeren. Und jetzt steht sie wieder. Ist fröhlich und steht. Na. Sagenhaft. Haie? Nö, keine Haie. Wir haben hier Türme. Hier unten fehlt noch ein Turm. Da machen wir jetzt mal noch einen Turm hin. Oder sollen wir das noch verschieben? Ne, lasst uns das verschieben und ein bisschen Geld sparen. Ne, doch nicht. Denn was steht, steht. Dann vergessen wir es nicht noch. Dann können die das bauen, wenn das Restaurant steht. Und dann können wir hier schneller machen. Wir sind bei Tag 2. 10 Tage haben wir Zeit. Wir haben noch 82 Leute. Mal gucken, ob sich das jetzt hier rapide ändert, wenn hier neue kommen. Oh, 98, sehr gut. Das ist ein gelungener Anfang, würde ich mal sagen. Und jetzt steht das Restaurant. Also gleich Inspektion ändern und rauf mit dem Preis. Hoffen, dass das angenommen wird. Wir werden es rausfinden. Denen gefällt das soweit. Gut, jetzt haben wir hier 2000. Da machen wir eine Dusche. Das war nämlich mein nächster Plan. So, einmal Dusche. Und wieder ein bisschen schneller stellen. Denn mit 1600 können wir nicht viel machen. Jetzt haben wir ein Restaurant. Ein Klo, was von Fliegen umgarnt wird. Also bitte auch putzen. Hier ist der Dreck weg. Sehr schön. Eben, ich wollte sagen, jetzt haben wir hier ein Restaurant. Wir haben eine Bar. Jetzt wäre das nächste eigentlich dann schon bald mal
das zusätzliche Apartment. Denn wenn hier der nächste Bus kommt und wieder Leute kommen, haben die schon keinen Platz mehr. Und hier sind schon wieder welche angekommen anscheinend. Die sind hier mit Koffern unterwegs, also müssen sie angekommen sein. Dusche wird geschustert. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Da war wieder einer unglücklich. Was passt dem nicht? Bruchbude. Aha. Handwerker rufen. Hier. Das passt. Noch einen Handwerker einstellen. So. Denn das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt, wenn hier die ganzen Gerätschaften im Eimer sind. Also die Buden und was wir hier alles haben. Das gefällt den Leuten gar nicht. Dann sind sie schneller weg, als man gucken kann. Passt. Der Preis ist auch okay. Sehr gut. Jetzt haben wir hier schon wieder 7000. Wow. Wow, wow, wow. Das läuft besser wie auch schon. So, also auf 10 müssen wir rauf. Dann können wir das Apartment bauen. Und nach dem Apartment können wir eigentlich bauen, wie wir lustig sind. Einfach Sachen, die halt Geld geben. So, jetzt haben wir die 10.000. Also einmal Apartment. Da gibt es noch eine Straße dazu. Und weil wir nicht so sind, gibt es noch ein Lämpchen dazu. Genau, damit die den Nachhauseweg finden. So, da haben wir doch tatsächlich schon mal ein positives Zeichen gesehen. Die Sauberkeit gefällt denen nicht. Okay. Gibt es noch eine Putzfrau? Ja, ja. Da wird immer gleich reagiert, wenn was ist. Ausgezeichnetes Essen. Passt. Können wir wieder schneller machen. 1000 haben wir schon wieder. Denn dieses zusätzliche Apartment, das gibt wirklich schön Geld. Da kann man natürlich auch fett mit dem Preis rauf. Und wenn hier Leute kommen, je mehr Leute das sind, umso mehr Umsatz wird natürlich gemacht. Und das hilft uns ja alles. Und hier ist es wirklich massiv schmutzig. Eieiei. Ja gut. Die Frau ist ja dran. Was liegt denn hier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Iii. Bitte alles wegmachen. Dankeschön. Restaurant steht. 3000 haben wir. 3,5 Sicherheitsdingsbums. Dann stellen wir mal noch 2 Polizisten ein. Der arbeitet hier die ganze Nacht und der arbeitet ein bisschen davor. Gut, mal gucken, ob das hier schon reicht dann. Oder ob wir halt nochmal ein... Ach, wir machen nochmal einen Lifeguard. Ne, wir machen nicht einen Lifeguard. Nö, nö, nö. Sondern wir sparen auf die nächste größere Investition, nämlich einen Stromgenerator. Wir haben keinen Strom mehr. Hier unten sieht man es schön. Das reicht genau noch ganz, ganz knapp. Der gelbe Streifen zeigt an, wie viel Energie wir haben. Ne, wie viel Energie wir brauchen. Und der rote zeigt an, was wir haben. Also wir haben genauso viel, wie wir brauchen. Und das bei gutem Zustand des einen Stromgenerators. Also wir müssen jetzt auf 5000 Dollar kommen. Deswegen machen wir schneller. Und einen zusätzlichen Stromgenerator hinstellen. 3,7. Ja, tagsüber ist es immer ein bisschen schwieriger, irgendwie mit Geld verdienen. Habe ich auch schon festgestellt. Den gefällt soweit. Aus dem Augenwinkel gucke ich wegen Haien. Oh, hier oben. Hier hat es aber zum Glück auch keine Leute. Und Sonnencreme hätten sie auch gern. Ja, wir lassen jetzt mal die Haie da schwimmen. Und hoffen, dass wir möglichst schnell auf die 5000 kommen. Na los Leute, konsumiert. Macht vorwärts. Ihr wollt doch Strom haben. Wenn ihr Strom haben wollt, dann müsst ihr auch konsumieren, damit wir den Stromgenerator hinstellen können. Jetzt wird's heiß. Wenn es heiß wird, dann belagern sie hier den Softdrinkstand. Sieht man. Schon eine schöne Schlange. Da könnte man auch noch einen zweiten hinstellen eigentlich. Aber wie gesagt, als erstes ist jetzt mal fällig, dass wir den Stromgenerator hinkriegen. Steht der Turm hier schon? Wo haben wir den denn hingestellt? Ne, den wollten wir ja nur. Okay. Oh, Riesensauerei da. Hm. Noch eine Putzfrau. Die sind völlig überfordert, die armen Damen. So. Noch eine dahin. Denn hier brauchen wir auch eine Putzfrau.
um das Klo zu säubern. Die ist gerade reingegangen, sehr gut. Dann sind die Fliegen gleich weg, normalerweise. Also sie hat noch ein paar selber mitgebracht, was ich kaum annehme. Da, sehr gut. Klo passt. Oh mein Gott, und hier ist es schmutzig. Wo war sie denn jetzt, die Putzfrau? Sie könnten bitte möglichst schnell hier hinkommen und hier sauber machen. Ja, denen gefällt das Wassersportprogramm nicht. Das ist mir klar. Aber Leute, ihr habt sowieso Haie. Also was wollt ihr? Vom Hai gefressen werden, wenn ihr mit dem Surfboard unterwegs seid. So, wir nähern uns den 5000. Gut. Stromgenerator. Den können wir schön hier hinten hin machen. Da kommen schon drei Bauarbeiter. Sehr schön. Machen wir wieder ein bisschen schneller. Wir haben jetzt 24.000 Umsatz. 4 Sterne hätten wir. Das würde reichen. Wir brauchen 30.000 und haben noch 2 Stunden. Das dürfte... Das wäre ja krass, wenn wir das am dritten Tag schon schaffen. Wow. Aber ich glaube es nicht. 25? Ja, nee. Aber wir können noch ein bisschen schneller stellen. Wir können sowieso nichts machen ohne Geld. Außer ein bisschen kontrollieren halt. Das wollte ich sowieso mal noch. Ob es den Leuten noch alles gefällt. Doch, passt soweit. Disco auch im Schuss. Jo, gut. Aktueller Reparaturstatus. Hier gehen wir aber noch ein bisschen runter. 1200. Ja, jetzt hat es wieder neu angefangen zu rechnen, weil 12 rum war. Ja, Viertel nach 12. Okay. Dann müssen wir nochmal einen Tag Geduld haben. Hier ist die Sternebewertung wieder ein bisschen runtergegangen. Warum auch immer. Können wir noch Polizisten einstellen? Ich glaube einen. Ja, einen können wir noch. Dann machen wir das. Gehen hier mit dem Lohn rauf. Und zwar bei allen. Eher nachts, würde ich mal sagen. So. Gut, jetzt haben wir wieder 4. Das hat sich offensichtlich doch schon ausgewirkt. Hier gehen wir auch noch rauf entsprechend und ich höre doch schon wieder die Fliegen. Putzfrau, dankeschön. Ah, 6000, okay. Tempo runter und was bauen. Irgendwas, was Geld gibt. Was gibt denn hier Geld? Was haben wir noch nicht? Ein Café? Da könnten sie tagsüber essen. Das wäre doch schon mal was. Oder eine Imbissbude. Ne, wir machen das Café. Das machen wir hier hinten hin. Denn dann können die Leute, wenn sie am Strand sind... Oh, sehr schön. Guck mal. Hihi. So, 2 Lämpchen und eine Tafel. Ne, die geht hier nicht hin. Warum das denn? Dann kriegt ihr halt eine... Lichterkette. Geht auch nicht hier hin. Hier geht sie hin. Gut, dann gibt es hier die Lichterkette. Die sieht eh relativ cool aus. Da machen wir gleich mal noch... 1, 2 mehr hin. Die kosten ja nicht viel. Und die machen eigentlich einiges her. Und hier fehlt noch ein Brunnen. Und hier fehlt eine Putzfrau. Oh, eigentlich hätten wir sie gerufen, die ist noch nicht gekommen. Ich würde mal sagen, wir machen noch ein zweites Klo. Wo war's denn? Das gute Klo. Hier. Und das machen wir wohin? Hier hinten. Dann haben sie eine Alternative, auch wenn das eine schmutzig wäre. Machen wir hier hin, gut. Ja, und jetzt fängt es an mir zu gefallen hier. Jetzt haben wir 19.000, schon nachts um 4. Also das müsste eigentlich reichen, die 4 Sterne haben wir auch. Dann machen wir hier mal Vollgas. Und behalten das gut im Auge, geputzt wird auch, sieht man hier. Sehr schön. Hier haben wir den Stromgenerator, da gehen wir ein bisschen runter. Wobei, jetzt haben wir 2 Stromgeneratoren. Wir haben fast das Doppelte von dem, was wir brauchen. Also ist sogar beim Blitzeinschlag gewährleistet, dass es weiterhin Strom gibt. 24.000, ja, jetzt müssen wir es gleich haben. Das ist morgens um 8. Hehe, das sieht doch viel, viel besser aus, wie noch vor 2 Folgen. Muss ich doch sagen. Also der Tipp von Lois, danke nochmal. Aus dem Lost Gamers Forum, der war Gold wert, dass man hier halt die Bauarbeiter mal drangsaliert. Und jetzt haben wir hier Kohle ohne Ende. Sehr schön. Das hat aber auch mit dem Apartment hier zu tun. Und hier sind wir nicht mal mit dem Preis raufgegangen. Das könnte man natürlich auch noch. Dann würde es noch mehr Kohle geben. Wir machen mal 150.
Und die 5000, die machen wir jetzt auch noch. Da muss es nicht mal mehr zwingend Abend werden. Und so als kleinen Tipp eben diese Lifeguard-Türme, die zählen offensichtlich auch zum Sicherheitsfaktor. Und bloß nicht zu starkes Bier ausschenken. Sonst wird das ganz schwierig mit der Mission. Und so funktioniert es eigentlich relativ gut. So, jetzt mache ich aber doch nochmal ganz kurz. Langsamer. Denn hier hat es ja keinen Durchgang, das sieht ja aus. Da bin ich doch tatsächlich ein bisschen Perfektionist. 4 Sterne, 26.000. Viertel vor 4, jetzt ist 4, passt. Das kann nicht mehr lange gehen, haben wir die 30.000. Und dann haben wir sie geschafft, haha. Los, konsumieren, konsumieren. Ah, überall hier wuselt und macht und tut's. Wunderbar, das Café steht auch schon. Können wir noch ein bisschen runter. Hier mit dem Preis noch ein bisschen rauf. Hier wird angestanden. Eieiei. Was haben wir denn an Leuten? 125, passt. Schön. Zum fünften Mal passt gesagt, das ist immer ein gutes Zeichen. 28,5. Gleich haben wir es. Noch ein Tausender. Den kriegen wir auch noch zusammen, denn jetzt ist Abend. Oh, das wird ja doch noch eng. Los, macht hinne. Ah, jawohl. Glückwunsch. Geschafft. Na, das ist doch schön. Sie ist nicht ohne die Mission, muss ich sagen. Aber wir haben sie doch noch geschafft. Wie gesagt, dank den Tipps auch. Ja, jetzt bin ich mal auf die nächste gespannt. Die nächste Mission. Die sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.